Hallo, ich bin der Felix, wir probieren Wein heute. Es ist für mich nicht mehr der erste Wein und eigentlich ein bisschen schade, dass es bald vorbei ist, weil jetzt kommen wir zu den richtig coolen Sachen. Wir probieren eine Scheurebe Spätlese aus dem Jahr 2019. Scheurebe damals, mein Vater hat das auch gemacht, aber irgendwie bin ich ja auch erst später zum Wein gekommen. Und ich erinnere mich ganz früh, als ich mich für Wein interessiert habe oder begonnen habe, habe ich mal eine süße Scheurebe Spätlese bekommen, ins Glas bekommen. Und die war so cool, dass ich das auch selbst machen wollte. Und seitdem machen wir das auch regelmäßig und es ist auch immer ziemlich gut. Sagen wir es mal so, es gibt ja diese klassischen Rebsorten, die es schon immer gibt, Burgundersorten, Riesling, Silvaner, die haben auch einen ganz guten Ruf und es gibt diese ganzen Neuzüchtungen. Die älteste ist der Müller-Thurgau, auch schon über 100 Jahre alt und dann gibt es noch so alles Mögliche wie, Ortega, Siegerrebe, Kenner, Huxelrebe, hat alles mal zu Recht, mal zu Unrecht einen schlechten Ruf. Und Scheurebe ist eigentlich die einzige dieser Neuzüchtungen, die auch bei Super Weinsnobs noch einen ganz guten Ruf hat. Warum? Das kann man unter anderem hier probieren. Wir riechen mal rein. Und es fällt auf, dass Scheurebe eine duftige Rebsorte ist. Ziemlich intensiv. So mich erinnert es immer an Johannisbeere. Viele Leute sagen schwarze Johannisbeeren. Bei uns, ich denke, es liegt ein bisschen an dem Weinberg, an dem Standort, eher an rote Johannisbeere. Also nicht ganz so super power intensiv. Aber so dieses Bärige hat es auf jeden Fall. Als Spätlese ist in unserem Betrieb mit Restsüße ausgebaut. Um die 70 Gramm Restzucker. Ja, das passt einfach, dieses Fruchtige. Ich finde, da riecht man rein und erwartet auch ein bisschen was Süßes. Und dann liefert der Wein auch was Süßes. Und ich finde es sowohl cool, wenn das mal nicht so ist, aber hier finde ich es auch cool, wenn es mal so ist. Im Grunde finde ich alles cool, was ein guter Wein ist, muss man auch mal sagen. Ja, gute Wein ist gute Wein, sagt man bei uns. Scheurebe Spätlese ist natürlich auch ein bisschen schwierig mit dem Essen, Food Pairing, was isst man dazu? Und eigentlich braucht man gar nichts. Also es ist ein schöner Begleiter nach dem Essen. Natürlich, wenn man süße Weine mag. Einfach so den Abend gemütlich ausklingen lassen bei so ein paar kleinen Schlückchen. Und Scheurebe ist ziemlich cool zu Blauschimmelkäse. Spätlese, die ist nicht so schwer. Auch 2019 war ja ein verhältnismäßig leichter oder von der Intensität normaler, was sich nicht negativ anhören soll, sondern angenehmer Jahrgang. Also dann auch nicht einen zu kräftigen Blauschimmelkäse, sondern eher jungen, ein bisschen leichteren. Und da einfach mal ein Stückchen Käse, ein Stückchen Wein, so im Laufe des Abends nach dem Essen. Und das macht einen ziemlich glücklich. An der Spätlese hängt mein Herz. Und deswegen probiert mal eine süße Scheurebe Spätlese mit einem Stückchen Blauschimmelkäse. Ist ein schöner Spaß am Abend.